Hallo und herzlich willkommen zurück auf funkyhome.de. Heute testen wir einen ganz besonderen Mikrowechselrichter von der Firma EcoFlow. Das nennt sich EcoFlow Powerstream Microinverter. Der hat in diesem Fall jetzt hier 800 Watt Ausgabeleistung. 800 Watt ist so ein bisschen speziell. Und zwar haben wir in Deutschland eigentlich nur die Erlaubnis, bis 600 Watt einzuspeisen in das Hausnetz. Das heißt, man müsste eigentlich einen Mikrowechselrichter erwerben, der 600 Watt hat. Wir haben uns hier schon für den 800 Watt entschieden. Denn es ist aber so, dass jetzt schon seit sehr langer Zeit Diskussionen bestehen, VDE und so weiter, die halt eben die Leistungsbeschränkung etwas lockern wollen, denn EU-weit sind 800 Watt erlaubt. Deshalb steht hier auch auf dem Mikrowechselrichterkabel drauf, nur für Österreich empfohlen. Ist natürlich witzig, aber gut. Ja, also dieser Mikrowechselrichter hat jetzt die Besonderheit, wir zeigen den das Gerät mal so. Die hat die Besonderheit, hier vorne haben wir eine Statusanzeige, eine LED ist da integriert, die zeigt an, ob gerade geladen wird, ob gerade Sonnenenergie da ist oder was auch immer. Generell ist ein Wechselrichter dazu da, um Strom von Solarpanels einzuspeisen in das Hausnetz. Das heißt, wir können mit Gleichstrom von den Solarpanels reinkommen und gehen dann hinterher mit Wechselstrom irgendwo raus. Also in dem Fall jetzt eben an die Steckdose. Ist aber jetzt das Besondere an diesem Wechselrichter, dass dieser Wechselrichter nicht nur ein Solarpanel angeschlossen werden kann, sondern eben auch die Powerstation. Und zwar haben wir hier erstmal das Stromkabel. Das Stromkabel, das ist ein spezielles Stromkabel, was eine Arretierung hat, damit es nicht aus Versehen abfällt. Man kann das hier einstecken mit einer Raste und dann dementsprechend in den Strom einstecken. Dann haben wir ebenfalls mit dabei bei dem Mikrowechselrichter ein Solaranschlusskabel. Dieses Solaranschlusskabel, hier haben wir die Staubschutzkappe wieder ab, wird hier eingesteckt. Und dann haben wir noch dazu bestellt ein spezielles Kabel. Und zwar ist das ein Anschlusskabel, was diesen Wechselrichter verbindet mit der Powerstation. In unserem Fall hier bei der Delta 2 oder auch bei der Delta Powerstation haben wir hier seitliche Anschlüsse. Die hatten wir bei der River 2 Pro leider nicht. Man muss also passend zu der Powerstation das richtige Kabel unbedingt dazu bestellen. Da ist keins dabei, das ist nicht böswillig gemeint, hoffe ich zumindest, sondern das ist halt einfach so, dass die Anschlüsse unterschiedlich sind. Also unbedingt zum Mikrowechselrichter, zum Powerstream auch das richtige Kabel dazu bestellen. Wenn man das nämlich zum Beispiel mit dem River 2 verbindet, gibt es auch nur eine geringere Leistung, denn die gehen über den Anschluss von dem Kfz-Ausgang. Da haben wir nur 100 Watt ungefähr und das ist natürlich nicht so gut. So, und jetzt haben wir eben die Besonderheit, dass wir hier nicht nur die Solarpanels einspeisen können, also den Strom der Solarpanels in das Hausnetz, sondern wir können, stopp, eine Kleinigkeit, ganz wichtig, vorher die Powerstation ausschalten. Also lange draufdrücken, bis auf da steht, uns ausgeschaltet ist. Auf gar keinen Fall diesen Stecker hier einstecken, wenn sie noch eingeschaltet ist. So, dann kann man die reinstecken. Da ist auch keine Rastfunktion, denn es ist halt eben zum mobilen Bedarf gedacht. Das hier ist zur festen Installation oder halt eben, ne, dass ich hier auch kein Kabel lösen kann, ist das alles mit Rastfunktionen ausgestattet. Gelöst werden kann das Ganze übrigens wieder. Hier ist noch eine Kunststoffschutzplatte dabei. Die kann man hier oben drauf setzen. Die hat hier auch vorne die Aussparung für die Status-LED. Und dort ist auch noch was dabei, und zwar ein kleines Mini-Tool, womit man dann diesen Stecker wieder lösen kann. Man nimmt die richtige Seite, die breite Seite halt eben für den großen Stecker und steckt das rein und kann dann wieder den Stecker lösen.
Ohne sollte man das nicht tun. Hier kann man einstecken, kann man einfach auch wieder so rausziehen. Also relativ einfach. So. Wenn man das eingesteckt hat, kann man hier über das Solarkabel, das sind ganz normale MC4-Stecker, ein Solarpanel anschließen. Wir haben uns dazu noch bestellt ein EcoFlow Super Flat MC4 Cable. Dieses flache Kabel kann man einfach durch ein Fenster oder eine Tür durchlegen, ohne dass man irgendwie ein Loch in die Wand bohren muss. Das heißt also, das ist sehr flexibel und man kann das einfach durch eine Tür an der Tür entlang legen oder am Fenster und damit dann ein Solarpanel anschließen. Und wir haben uns dazu bestellt, es gibt unterschiedliche Solarpanels mittlerweile von der Firma EcoFlow. Wir haben uns dazu bestellt 4x 100 Watt. Und zwar flexible Solarpanels. So richtig flexibel sind sie nicht. Ich zeige das mal kurz hier. Aber die sind ziemlich flach und man sieht auch, die biegen sich so durch. Die sind mit Fiberglas beschichtet und etwas biegsam. Man darf die trotzdem nicht richtig knicken. So, und hier sieht man auch schon das MC4-Kabel. Das wird dann an das Anschlusskabel hier angeschlossen, und zwar mit Plus und Minus, eben DC, und wird dann über den Wechselrichter wechselgerichtet. Das heißt, wir haben dann Wechselstrom. Und jetzt ist das Besondere, schalten wir das Ganze mal an. Das Besondere ist jetzt, dass die Verbindung gegeben ist zwischen dem Wechselrichter. Das Solarpanel speist den Strom in den Wechselrichter ein und der Wechselrichter geht über ein Power-Management, was von EcoFlow über die App zur Verfügung gestellt wird, speist es entweder in das Hausnetz ein oder in den Akku. Jetzt kommt die nächste Besonderheit. Es kann aber auch von dem Akku den Strom nehmen und in das Hausnetz einspeisen. Und das ist natürlich völlig genial, denn wir konnten bislang immer mit den Balkonkraftwerken einfach nur unseren Strom nutzen und der überschüssige Strom wurde halt eben dann zum Stromanbieter rausgegeben. Wir konnten aber nicht eine Speicherung vornehmen, denn wenn man normalerweise in einem Haus oder einer Mietwohnung eine Speicherung vornimmt, benötigt man einen Akku, der ans Hausnetz angeschlossen wird und das ist relativ aufwendig, denn dafür benötigt man einen Elektriker. Und der Elektriker muss halt eben dann noch den Stromkasten erweitern mit APZ-Feld und so weiter, also auf den aktuellen Stand bringen, so wie das vom Netzanbieter erforderlich ist. Und der Netzanbieter gibt das dementsprechend vor. Wir haben hier aber die Möglichkeit, das Ganze ganz einfach über einen Schokostecker mit unserem Hausnetz verbinden. Man sollte darauf achten, dass diese Steckdose, wo man das dann einsteckt, am besten separat abgesichert ist. Also es wäre schon ganz gut, wenn da nicht noch weitere Geräte dran sind. Vor allen Dingen halt eben hinsichtlich dieser 800 Watt. Denn in Deutschland ist es so, dass die Kabelquerschnitte so ausgelegt sind, dass sie mit bis zu 16 Ampere werden die abgesichert. Man könnte das Kabel mit mehr belasten. Das ist eine Addition, die da stattfindet zwischen dem Solarpanel, was einspeist, und halt eben dem Verbraucher, der den Strom abnimmt und zu wenig Querschnitt da ist. Und insofern gesehen, deshalb wird noch diskutiert, wann diese 800 Watt zugelassen werden und ob und unter welchen Voraussetzungen. Also am besten separat absichern. Hier gibt es auch noch die Empfehlung, dass man eine 10 Ampere Sicherung nimmt und keine 16 Ampere Sicherung. Aber muss man nicht unbedingt. So. Und das Tolle ist nämlich eben, man braucht dann keinen Elektriker, der einem das halbe Haus umbaut oder eben die Elektroleitung halt eben dafür umbaut und kann trotz alledem das dementsprechend einspeisen. Also Solarstrom einspeisen und auch eben speichern in den Akku und von dem Akku in das Hausnetz einspeisen.
Das ist natürlich ganz toll. Die App, die wollen wir noch ganz kurz zeigen. Und zwar sehen wir hier in der EcoFlow App, wir haben da schon eine Anleitung, eine umfangreiche zu geschrieben, sehen wir die ganzen Geräte übersichtlich aufgeführt. Angefangen mit der Delta 2. Interessant zu wissen, die Delta 2 Serie ist per WLAN anbindbar oder per Direktverbindung mit Bluetooth. Zunächst beginnt man mit Bluetooth und verbindet dann dementsprechend, sagt dann die WLAN-Karten, gibt man da ein und kann dann die Powerstation, den Wechselrichter, die Smart Plugs und so weiter dementsprechend in das eigene WLAN einbinden. Nochmal ganz kurzer Hinweis, das hatten wir auch schon in der App erwähnt, das 5 GHz WLAN muss dazu ausgeschaltet sein. Wenn man das nicht macht, kann man Stunden warten, also unendlich warten, denn es geht einfach nicht weiter. Leider gibt es da keine Meldung zu, sondern der macht einfach gar nichts. Er bindet es einfach nicht ein. Also im Router, in der Fritzbox reingehen oder wo auch immer, in welchen Router links ist oder wer auch immer und dementsprechend dann das Ausschalten, 5 GHz WLAN abschalten und nur mit 2,4 GHz WLAN verbinden. Wir sehen hier auch wieder die mögliche Laufzeit mit ungefähr 99 Stunden, weil wir gerade keine Abnahme haben. Man kann hier umschalten zwischen Ausgabe und Eingabe. Bei der Ausgabe kann man sagen, man möchte gerne die Steckdosen ein- und ausschalten. Ich mache das mal kurz. Da hört man Klack und schaltet sie wieder aus. Oder 12 Volt Stromversorgung ein- und ausschalten und so weiter. Dann haben wir hier auch schon, wir sehen hier eine derzeitige Stromabnahme von 9 Watt. Das hängt damit zusammen, dass wir den Wechselrichter noch nicht mit dem Stromnetz verbunden haben. Und zwar nimmt er dann dementsprechend den Strom über unsere Stromleitung und ist dennoch betriebsbereit, relativ betriebsbereit. So, und zwar, wenn wir mal auf die Seite zurückgehen, hier auf die Hauptseite von der EcoFlow App, sehen wir, dass der Mikrowechselrichter hier oben anzeigt, vom Stromnetz getrennt. Und wenn man da draufklickt, sieht man halt eben, dass das nicht verbunden ist. Stimmt ja auch, wir haben es noch nicht mit dem Hausnetz verbunden. Ist ja eigentlich auch in Deutschland nicht erlaubt, denn wir dürfen nur 600 Watt einspeisen. Und sobald wir einen Solarpanel anschließen, sehen wir hier oben die aktuelle Erzeugung durch das Solarpanel. Oder man kann auch noch sehen, was man gerade an Ausgabe hat. Wir haben nämlich noch etwas dazugestellt. Das ist ganz praktisch. Und zwar ist das ein EcoFlow Smart Plug. Der EcoFlow Smart Plug ermöglicht es, Geräte ein- und auszuschalten und eine Leistungsmessung vorzunehmen. Diese Geräte können 2400 Watt haben. Das heißt, der Smart Plug schaltet bis zu 2400 Watt. Und misst dann gleichzeitig, wie viel Strom benötigt wird. Das ist ganz wichtig für das Powermanagement, denn erst wenn der EcoFlow bzw. der Wechselrichter weiß, wie viel Watt bezogen wird, kann er diese Leistung auch dementsprechend einspeisen und damit ausgleichen. Es würde ja sinnlos sein, wenn wir halt eben mit unserer Powerstation 500 Watt einspeisen in das Hausnetz und haben aber nur Abnehmer von 200 Watt, dann würden wir den Rest halt eben an die Netzbetreiber verschenken und das wollen wir nicht. Jo, also vermutlich nicht. Deshalb haben wir eben diese Smart Plugs und die Smart Plugs haben wir auch schon angelernt und man hat hier einen großen Ein- und Ausschalter. Wir haben da derzeit einen Trockner dran und eine Waschmaschine, wir haben zwei Stück bestellt. Und man kann sie aus- oder einschalten, sieht sofort, wie viel Watt benötigt wird und der weiß das eben dann auch. Das heißt also, wir haben eine Verbindung geschaffen zwischen Solarmodul, dem Mikrowechselrichter und der Powerstation und der weiß sofort, wenn wir 500 Watt, sage ich mal, verbrauchen, muss er, wenn möglich, 500 Watt vom Solarpanel nehmen. Wenn er das nicht hat, nimmt er die restlichen Watt aus der Powerstation. Man kann hier auch Prioritäten eingeben, das heißt, man kann sagen, er soll bevorzugt aufladen oder er soll bevorzugt ein Gerät dementsprechend betreiben. Man kann auch so einfach in das Hausnetz einspeisen, durchgehend 200 Watt, sage ich mal einfach, und so halt eben über Nacht auch eine Stromabnahme an andere Geräte liefern.
wenn halt eben dementsprechend keine Sonne da ist, dass man dann über Nacht halt eben mit dieser Powerstation das Hausnetz versorgt. Und das ist natürlich neu und das ist eine ganz tolle Sache, denn vorher konnte man das so nicht verbinden miteinander. Ist also eine ganz tolle Sache, ist, wie wir schon gerade merken, ein bisschen umfangreicher. Wir werden auch im Test natürlich auch wieder auf die einzelnen Punkte drauf eingehen, denn das ist nicht mal eben. Also es ist wirklich übersichtlich zusammengefasst, es ist schon toll gemacht, aber man muss halt eben schon noch ein bisschen verstehen, was da so passiert. Aber die Grundlage ist geschaffen und diese kleine Nische, die halt eben EcoFlow damit gerade abdeckt, ist genial. Denn normalerweise kann man halt eben mit einer Powerstation nicht in das Hausnetz einspeisen, sondern immer nur Geräte an die Powerstation anschließen. Und dadurch bedingt, dass sie den Weg über den Mikrowechselrichter gehen, hat man natürlich dann noch viel, viel mehr Möglichkeiten, auch die Powerstation zu nutzen. Ob das jetzt mit 2048 Watt ist oder mit einem Erweiterungsakku, den man hier anschließen kann. Der zweite Platz entfällt übrigens, wenn man den Wechselrichter anschließt, das ist ein bisschen schade. Wir freuen uns über ein Abo oder über ein Like, denn so kann man halt eben dementsprechend uns immer wieder finden und immer wieder neue Videos anschauen. Ja, dann würde ich mal sagen, bis hinterher im Test. Kann noch ein bisschen dauern, weil wir gerade noch alles aufbauen, aber der Test wird jetzt in Kürze nachgereicht und dann wünschen wir schon mal viel Spaß dabei und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!